Ja, ich bin Max Otte, freue mich, dass Katrin Latsch hier ist und dass Sie alle hier sind und möchte in der Tat heute mit Ihnen über Finanzmarkt, Finanzmarktoligarchie, Finanzmarktregulierung sprechen. Zu dem Lob des ARD-Films, ich fand den auch klasse. Ich hatte damit aber natürlich mit dem Skript und so nichts zu tun, sondern bin nur gefragt worden, ob ich die Sachen kommentiere. Es ging ja eine Welt auf Pump, war ein toller Film, muss ich sagen. Also der Herr Achtnich ist auch einer der wirklich der herausragenden Dokumentarfilmer. Der hat vor ein paar Monaten eine Sendung gemacht über Sklaven und Kinder und sonstige Arbeit im Minensektor in Afrika, in Südamerika, in so Randminen und so. Und jetzt machen wir auch, kann ich schon ankündigen, das Sequel zu Eine Welt auf Pump. Jetzt geht es um die Vernetzung von Machtstrukturen innerhalb der Finanzbranche und da wird dann in diesem Herbst sozusagen der zweite Teil kommen. Ja, ich habe diverse Themen auf meiner Liste, genug Zeit auch mitgebracht für die Diskussion, das ist ja auch wichtig, denke ich. Ich möchte nochmal über das Thema Schulden zur Einführung sprechen. Dann, was ist denn der Finanzmarkt? Was für Akteure gibt es dort? Der Finanzmarkt, der Markt, der moderne Fetisch, den wir so vor uns hertragen. Also einen etwas genaueren Blick auf den Finanzmarkt werfen und daraus folgernd dann einen Blick auf, was ist denn die Finanzoligarchie? Wer ist das? Wie läuft das? Ist das Verschwörungstheorie oder sinnvolle und seriöse Sozialwissenschaft? Ein Fallbeispiel zur Eurokrise, so meine Meinung zu dem Thema. Dann fünftens einige Bemerkungen zum Geldsystem. Das haben Sie natürlich hier von anderen viel tiefer. Und ich unterscheide mich da von wahrscheinlich den meisten hier, dass ich das Zinssystem als solches zunächst einmal nicht kritisiere. Aber wir müssen trotzdem natürlich etliches am System machen. Und ich möchte beenden mit persönlichen Reflexionen über meine Rolle. Ich verdiene ja mein Geld nun auch mal am Finanzmarkt und wie ich dazu mich selber moralisch-ethisch positioniere, was da mein Standpunkt ist. Wenn Sie sich umschauen hier in der Runde, dann sehen wir, oder wenn wir dann nach draußen schauen, in die Medien, wie der Diskurs läuft nach der Finanzkrise, die jetzt immerhin schon im fünften Jahr ist, dass jetzt müsste er nur noch springen, die dunkle Seite sehr stark geworden ist. Wirklich stark, die dunkle Seite der Macht dringt vor, sie nimmt überhand, ob das in den Medien ist oder in der Politik oder natürlich in der Wirtschaft selber, in der Regulierung. Also es sieht nicht gut aus da draußen. Es gibt nur so einige, schauen Sie sich jetzt nochmal um, es sind nicht viele, die ihre Lichtschwerter zücken und irgendwo versuchen, gegen diese starke, dunkle Macht anzugehen. Sind nicht viele, man muss es wirklich sagen. 5% des Bundestages, ein paar in der Finanzbranche, Bürgerinnen und Bürger. Aber was sind Bürgerinnen und Bürger, wenn die Institutionen nicht den Bürgerwillen reflektieren? Was immer mehr, ob es die Medien sind, ob es der Bundestag ist. Also nehmen Sie die Euro-Rettung. 60-70% der Deutschen dagegen, 90% des Bundestages, 95 winken es in 10 Minuten durch. Was passiert da eigentlich? Da gibt es eine Kluft und die ist sehr groß geworden. Und mittlerweile kommen wir in eine Situation, wo selbst Leitmedien über Inflation schreiben, über schleichende Enteignung der Deutschen. Und gleichzeitig haben wir so viel Super- und Mega-Vermögen wie schon lange nicht mehr, wie vielleicht zum letzten Mal vor 100 Jahren.
diese Geschichten laufen auch zyklisch. Also wir hatten schon mal eine so extrem ungleiche Verteilung im Vermögen. Das ist nicht neu, auch wie die Globalisierung nicht neu ist. Vor 100 Jahren, vor 80 Jahren war das ähnlich. Und dann haben wir das System umgebaut. Und das haben wir alles seit 1979, 77, 76, 77, 78, 79 schrittweise wieder zurückgebaut. Ja, wenn man das in größerem historischen Kontext sieht. Und als ich mein Buch schrieb, 2006, der Crash kommt, da war ich noch der Panikmacher. Und jetzt steht es auch schon vorne auf dem Spiegel drauf. Übrigens haben die Medien, und Frau Latsch, die Medien waren nicht alle, haben nicht alle versagt. Ich sage das immer wieder, der Spiegel hat 2006 oder 2005 eine Titelgeschichte gehabt, und zwar sehr ausführlich, eine Welt voller Blasen. Eine Inspiration für mein Buch kam von Fortune, die auch eine Titelgeschichte hatten, 2004, Is the Housing Boom Over? Und sehr ausführlich, dass also die Journalisten, Qualitätsmedien, Print vor allem, aber auch andere Bereiche, denen würde ich nicht die Verantwortung zuschieben. Der Laden läuft falsch im Moment, das ist richtig. Die Meinungen, die wir bekommen, sind tendenziös und sind vorprogrammiert, aber letztlich, wie soll ein Journalist mit diesen Zusammenhängen wirklich klarkommen, wenn unsere eigene Branche, nämlich die Ökonomen, die Wissenschaftler, in Summe so arg daneben liegen? Und ich selber lehre Betriebswirtschaft, werde auch von Kollegen im Bereich BWL oder politischen Wissenschaften ganz gerne mal eingeladen oder Wirtschaftsgeschichte. Die Kollegen im Bereich VWL tun sich schwer. Ja, da habe ich wenig Kontakte. Das hängt nicht an mir, aber es ist einfach so. Ich erzähle die Geschichte, ein junger Professor, W3, der vor 10 Jahren Praktikant bei mir war, hat jetzt seine erste Stelle an einer großen Uni bekommen. Ich dachte, da kommen Sie doch mal, Max. Dann machen wir mal was, entweder eine Einführungsvorlesung oder eine Kollegenveranstaltung und so weiter. Da habe ich gesagt, überlegen Sie sich mal, Sie sind neu an Ihrer Uni, wen Sie einladen. Dann habe ich auch nichts mehr von ihm gehört, trotz unserer Freundschaft. Also ich nehme ihm das auch nicht übel. Ich nehme ihm das, ist ein prima Kerl, ich nehme ihm das nicht übel, aber er ist da neu, er muss sich auch erstmal da bei den Kollegen etablieren und so weiter. Aber da haben wir das Problem. Wir haben in der Volkswirtschaft eine doktrinäre Kaste von Scholastikern entwickelt. Und es ist die quasi Priesterkaste der Neuzeit. Und Priesterkasten, also es gab immer mal auch Zeiten, da waren die Priester revolutionär, aber das waren eher die Ausnahmezeiten. Normalerweise sind Priesterkasten dazu da, bestehende Zustände zu legitimieren. Und das haben sie natürlich, nicht nur Friedman, eigentlich alle Makroökonomen. Und dann rechnen sie Partialmodelle rauf und runter, also können sie das beweisen, das, aber das Ganze findet auf einer solchen Einzelfallebene so tief unten statt, dass sie natürlich die Systemfrage nie stellen. Und dann haben sie eine schöne Diskussion, alle sind beschäftigt, aber wir kommen nicht zum Kern der Sache. So, jetzt haben wir so viele Ökonomen und jetzt müssen sie auch was tun. Und dann sind sie auch gut darin, neue Begriffe zu erfinden. Ja, jetzt heißt es also nicht mehr schleichende Enteignung, sondern na, wenn wir schon so viele Ökonomen haben, müssen sie auch was machen. Jetzt heißt es Financial Repression. Klingt ja auch besser. Ja, Finanzrepression. Na, also tatsächliche Inflationsrate vielleicht bei 4-5%, die offizielle bei 2,1. Das ist schon mal das Erste. Es gibt ja auch Institute mittlerweile, die die gefühlte Inflationsrate, also die Inflationsrate, die für einen durchschnittlichen Sparer eigentlich relevant ist, messen und nicht das, was die offizielle Statistik misst. Und die ist schon mal höher. Und dann kriegen sie weniger Guthabenzinsen und da haben sie eine Wertvernichtung von 3% PA. Das ist letztlich die Repression, die die Sparerinnen und Sparer trifft. Diejenigen, die nicht gespart haben, haben ganz andere Probleme noch, Abbau des Sozialstaates und so weiter und so fort. Aber Sparen als solches ist ja nichts Schlechtes. Also ich weiß, dass hier andere Dinge gehören. Konsumverzicht ist für jemanden, der in der Mittelklasse ist, okay. Aber das werden immer weniger in der Mittelklasse. Also wir müssen das klassenspezifisch sehen. Ich bin da ganz marxistisch in gewisser Weise, dass ich sage, es gibt sowas wie Klassen. Die Oberschicht
Die spart, verzichtet sie ja nicht auf Konsum. Die macht mit Geld mehr Geld. Und diese Schicht wächst. Das ist ein Riesenproblem. Und diese Schicht dominiert den Dialog. Die Mittelschicht, diejenigen in Deutschland, Deutschland ist der drittgrößte Produzent von Sparkapital auf der Welt. Wir haben hier keine Kapitalknappheit. Das Kapital fließt dann in amerikanische Subprimes, in Filmfonds, in Schiffe, Schiffsbeteiligung und so weiter. Ja, das kann man natürlich hinterfragen, aber es wird in Deutschland kräftig gespart. Und prinzipiell ist das nicht schlecht, wenn diese Ressourcen dann an die richtigen Stellen kämen. Aber diese Repression trifft das, was von der deutschen Mittelschicht übrig ist. Meine Tante, sicherlich nicht Mittelschicht, sondern Arbeiter, Gattin, 90 Jahre geworden gestern, der soll ich also helfen bei ihren Anlagen. War sehr sparsam, ist was übrig geblieben. Ja, da können wir uns überlegen, machen wir das Festgeld über 2 Jahre für 1% oder das Festgeld über 1 Jahr für 0,7% oder so. Das ist ja, in dem Rahmen kann ich dann beraten. Das bringt natürlich nichts. So, und dann gibt es natürlich diejenigen, die eh schon nicht mehr genug haben aufgrund des Abbaus des Sozialstaates und was alles passiert ist und Jobverlust, die sind sowieso schon auf der Verliererseite. Aber jetzt kommt auch noch die normale, das was von dem Bürgertum übrig geblieben ist, geht auch auf die Verliererseite. Und auf der dann ist auch klar, dass die Bereitschaft zur Vorsorge sinkt. Ich habe kein Problem mit einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Ja, man muss es auch ein bisschen differenzierter sehen. Nur das, was jetzt läuft über Riester und Ähnliches, ist natürlich ein reines Subventionsprogramm für die Branche. Da werden am Anfang gleich 10-15% an Kosten abgezogen. Sie müssen 5 bis 6 Jahre ordentliche Renditen erwirtschaften, damit die Startkosten erstmal weg sind. Die Riester-Produkte sind zum Teil mit Derivaten vollgestopft und so weiter und so fort. Also ein kapitalgedeckter staatlicher Sparplan, so wie Norwegen übrigens hat und einige andere Länder, würde ein Dreißigstel der jährlichen Gebühren kosten, die Riester kostet. Der Rest ist Subvention für die Finanzbranche. Also Kapitaldeckung, ja, Umlageverfahren bei einer schrumpfenden Bevölkerung ist schon problematisch, das ist richtig. Aber Sie sehen auch hier, im Detail werden die Sachen so gedreht, dass das Geld wieder dahin fließt, wo man es sowieso schon hat. Nämlich in die Taschen der Finanzakteure und so weiter. Der Finanzsektor hat auch das erstaunliche Kunststück geschafft, von einer Staatsschuldenkrise zu sprechen. Und mal schauen. Die Staatsschuldenkrise in dieser Form, die ist eigentlich die direkte Konsequenz der Exzesse des Finanzsektors. Wenn nicht 2007, 2008 die Staaten eingesprungen wären, Banken gestützt hätten, Konjunkturprogramme, dazu auch Mindereinnahmen aufgrund des Wirtschaftseinbruchs, ist ja alles passiert. Wenn wir da nicht eingesprungen wären, wäre das System zusammengebrochen. Also können die großen Finanzmarktakteure konnten und können immer noch die Staaten erpressen. Und nun haben die Staaten die Schulden und die Risiken sind zum Teil aus dem Finanzsektor rausverlagert auf den Staat, nachdem der Finanzsektor vorher Riesengewinne eingefahren hat. Das heißt, einige wenige haben die Gewinne gemacht und jetzt tragen Sie und ich die Risiken. Das Spiel spielt, passiert. Und jetzt sehen Sie auch da oben die blaue Linie, die ist aus dem Manager-Magazin, ist schon 6 Jahre alt. Die haben das genau vorhergesehen, also damals schon von der Vorhersage. Private Schulden stagnieren irgendwo und ab 07 explodieren die Staatsschulden. Und genauso ist es eingetreten. Oder auf dieser Seite, das ist aus der Untersuchung von Reinhardt und Rogoff, haben wir hier auch genau diese Explosion, ne, nach 2007. Und Reinhardt und Rogoff haben das für 4 Jahrhunderte untersucht und haben gesehen, auch Finanzkrisen gab es schon öfter.
Und meistens, so 2, 3 Jahre später, nach einer Finanzkrise, explodieren die Staatsschulden. Und Staatsschulden sind Ihre und meine Zahlungsverpflichtungen, Zahlungsverpflichtungen unserer Kinder und so weiter und so fort. Tja, das Spiel wird gespielt. Und das hat natürlich auch was mit der Euro-Krise zu tun, die dann quasi nahtlos sich an die sogenannte Finanzkrise anschloss. Aber bevor ich da hineingehe, lassen Sie uns über die Akteure in der Finanzwelt sprechen. In der Finanzwirtschaft, nicht in der Realwirtschaft. Was Realwirtschaft, was Unternehmen machen, kann man sich alles noch so ungefähr vorstellen. Obwohl die mittlerweile auch viel weniger machen, als man denkt. Vieles wird ja in China gemacht oder sonst wo. Aber immerhin, also Produktionsunternehmen können wir uns vorstellen. In der Finanzwirtschaft ist es eben nicht die Finanzbranche. Es ist nicht das Finanz- oder es ist das Finanzsystem, aber es sind verschiedene Akteure. Nehmen Sie die Banken. Wir brauchen Banken. Wir müssen auf irgendeine Weise Kapital von A nach B bekommen, sonst sind wir in der Subsistenzwirtschaft. Also wir brauchen da schon Pools und Sammelstellen und Verteilungsstellen, wie auch immer die organisiert sein mögen. So, die Banken nehmen Spareinlagen an, verzinsen das und geben daraus Kredite. Das verstehen wir unter einer klassischen Geschäftsbank und die haben drei Funktionen laut Lehrbüchern. Losgrößentransformation, viele kleine Sparer legen zusammen, damit es einen Mittelstandskredit geben kann. Das ist das eine. Fristentransformation, wenn viele kleine Sparer ihre Einlagen hingeben aufs Girokonto, zieht immer nur einer ab oder wenige. Das heißt, das Geld ist in Summe langfristig da, dann kann man längerfristige Kredite geben. Und drittens Risikotransformation. Das heißt, die Bank schätzt die Risiken ein und bewertet das dann und handelt dementsprechend. So, das ist, was eine Bank macht. Eigentlich sehr einleuchtend. So hat unser System auch 150 Jahre lang gut funktioniert. Und dann ein bisschen länger, fast 200. Sagen wir ab 1820 zunehmend bis 1990. Schon eine gewisse Zeit. 363 Banking. Der ein oder andere von Ihnen kennt das schon wahrscheinlich. Wer kennt es? Das wäre ganz, also 363 Banking ist so eine Lösung fürs Bankwesen. 3% Guthabenzinsen geben, 6% Kreditzinsen nehmen und um 3 auf dem Golfplatz. Ja, Bankwesen war früher langweilig, also zumindest große Teile davon, bei Sparkassen, bei Volksbanken, aber sehr respektabel. Da ist auch was dran. Das soll ja nicht aufregend sein. Wenn Sie überlegen, Sie geben einen Kredit und der Kredit muss irgendwann zurückgezahlt werden, da müssen Sie schon sehr genau prüfen. Und dann muss die Reputation stimmen desjenigen, der den Kredit annimmt und der es vergibt, der geht schon ganz schönes Risiko. Viel Geld können Sie damit nicht verdienen. Die Margen sind nicht so hoch. Also das Wichtigste ist erstmal, dass Sie das, was Sie verliehen haben, zurückbekommen irgendwann. Das ist mal das Wichtigste. Haftung und so weiter. Als man Lloyd Blankfein, den Chef von Goldman Sachs, 2008 fragte, und 2008 war es ja so, dass Goldman auch eine Banklizenz erwerben musste, damit sie endlich der Bankaufsicht unterstellt wurden. Waren sie ja vorher gar nicht, sie waren nur der Börsenaufsicht unterstellt. Nun hatte also Goldman Sachs die Banklizenz, damit man auch an die schönen öffentlichen Mittel rankam, wurde Lloyd Blankfein gefragt, ob er denn jetzt, hätte er ja eine Banklizenz, ob er auch ins Kreditgeschäft einsteigen würde. Er gesagt, too risky. In anderen Worten, das schnelle Geld gibt es da nicht. Das ist Investmentbanken, da komme ich später zu. So, und wir hatten in Kontinentaleuropa ein primär bankorientiertes Wirtschaftssystem. Bank- und kreditorientiert, wie in Japan übrigens auch. Anders als in England und USA. Wir leben auch heute im Systemkonflikt. Ich darf das ruhig so sagen, der Verlauf des 20. Jahrhunderts spiegelt sich auch in dem, was wir jetzt in der Wirtschaft haben. Das ist so. Und irgendwas war auch gut am deutschen Modell. Und jetzt kommen wir zu den Investmentgesellschaften. Investmentgesellschaften sind Gesellschaften, die in der Tat mit Geld Geld verdienen.
So, die was irgendwas langfristig anlegen für ihre Kunden und versuchen, das zu vermehren, zu sichern oder sonst was. Da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede, Hedgefonds, Schattenbanken, seriös anlegende, ökologisch anlegende, irgendwas da in der Mitte. Das wären die Investmentgesellschaften. Und drittens gibt es die Investmentbanken. Investmentbanken sind weder Banken, noch investieren sie. Sie sind keine Banken, weil sie keine Einlagen annehmen und keine Kredite vergeben oder nur ganz selten Überbrückungskredite, wenn sie mal einen Deal machen. Sie machen also kein Kreditgeschäft. Sie investieren auch nicht, weil sie keine Kundengelder annehmen und langfristig anlegen. Was sie machen ist, dass sie Deals machen, also Makler, Börsenplatzierungen, da übernehmen sie mal die Garantie für die Platzierung, aber dann ist das Ding wieder aus den Büchern. Sie machen Bondemissionen, sie konstruieren komplexe Finanzprodukte, aber das ganze Zeug wird dann gleich wieder weiter platziert und weiterverkauft. Und dann wird das nächste Rad gedreht. Sind also letztlich Ingenieure, Finanzingenieure, Trickser und Makler. Es ist nicht so, dass wir die Investmentbanken gar nicht bräuchten. Das sind Funktionen, die wir brauchen. Das Problem an unserem System, und da bin ich dann auch direkt bei der Finanzoligarchie, ist, dass dieser kleine Sektor der Investmentbanken stilbildend ist für den ganzen Finanzsektor, dass dieser kleine Sektor quasi die Zügel in der Hand hält und dass dieser kleine Sektor die Richtung bestimmt. Das ist das Problem. Und die ganze Regulierung, die wir jetzt haben, die läuft darauf hinaus und auch nach der Finanzkrise, das Geschäft der normalen Banken weiter zu erschweren und das Geschäft der Investmentbanken, also das spekulative Geschäft, möglichst weiter brummen zu lassen. Und ich habe noch nicht, und ich habe gesehen, Herr Giegold ist auch hier mal, ich war mal mit ihm auf dem Podium, also was er da so bringt, überzeugt mich nicht so recht. Er ist natürlich mittlerweile auch sehr gut vernetzt in Brüssel und dann fängt man auch vielleicht an, anders zu denken und so weiter. Also da müssen andere Lösungen ran. Diese Investmentbanken hatten wir in diesem Sinne in Deutschland nicht. Natürlich hatten wir auch ein paar mächtige Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, also die großen internationalen Universalbanken. Das waren aber letztlich, so mächtig sie waren zwar im Geflecht einer Deutschland AG, hatten wir in der Breite die Sparkassen, die genossenschaftlichen Institute, die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, die für das Gros des deutschen Mittelstandsgeschäfts, für 90% der Finanzierungssachen, das lief über diese Schiene früher. Das war in England, in den USA schon immer anders. Da gab es schon immer die Börsen als spekulative Instrumente, Platzierung. Da war es auch mit der Insolvenz was anderes. Da war man halt insolvent, da fing man das Nächste an. Also da ging es eher so, probieren wir es mal und wenn es in die Hose geht, machen wir das Nächste. Hat auch Vorteile, ist aber natürlich etwas unsolider, dafür vielleicht dynamischer. So, die Investmentbanken haben über ihre zentrale Stellung letztlich die Politik gekapert. Sage nicht ich, sondern sagt Simon Johnson, ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds. Und wir haben so etwas wie eine Finanzoligarchie, die Herrschaft weniger mächtiger Kreise, die sich letztlich nicht immer, aber immer öfter und überwiegend die Regeln so schreiben, wie sie es brauchen. Beispiel: Heutzutage muss jede Volksbank, jede Raiffeisenbank extrem viel Regularien erfüllen, wenn sie einen Kredit vergibt. Oder ich muss, wenn ich einen Privatkunden berate, das sind nur meistens Mittelständler, die auch mal überlegen, was sie mit dem Ersparten machen, muss dieselben Regularien, das sind sehr viele, erfüllen wie eine große Investmentbank. Wenn sie das so machen, wenn sie also alle Akteure gleich behandeln, ist es natürlich eine extreme Benachteiligung der Kleinen, der Mittelstandsorientierten und eine Bevorteilung der Großen, die denselben Kredit, also wenn sie den Arbeitsaufwand von, was weiß ich, 100 Stunden für eine bestimmte Sache haben, das ist natürlich anders, wenn sie jetzt 5 Millionen Kredit vergeben, als wenn sie 100 Millionen vergeben. Für 100 Millionen machen sie den Aufwand, für 5 nicht. Also die ganze Regulierung des Finanzmarktes, auch nach der Finanzkrise, drängt alles weiter weg von bürgerlichen, mittelständischen Strukturen in Großstrukturen hinein. Immer noch. Hat sich nichts geändert. Und
unser Banksystem war eigentlich vorbildlich. Die Sparkassen, aber natürlich besonders die Genossenschaftsbanken. Ich habe gesehen, Herr Neukirch kommt auch, grüßen Sie ihn schön von mir. Ist auch toll, was er macht mit seiner GLS. Aber im Prinzip war der ganze genossenschaftliche Sektor gemeinwirtschaftlich orientiert. Also man kann sich das auch ein bisschen natürlich als Werbebotschaft auf die Fahnen schreiben, aber erstmal geht es darum, den Sektor als solches insgesamt ordentlich zu konstruieren, was wir früher hatten. Eine Genossenschaft nehmen, der einzelne Genosse, die Genossin zahlt ein, bestimmten Anteil, darf aber nicht mehr als 1, 2 oder 1/10%, was auch immer die Satzung an der entsprechenden Institution haben. Das kann auch nicht an der Börse gehandelt werden, also es wird nicht damit spekuliert, man muss es dann an den anderen Käufer weitergeben. Man stimmt mit in der Vertreterversammlung über die Geschicke seiner Bank. Also das hat den amerikanischen Verfassungsrichter Louis Brandeis im Jahr 1912 dazu bewegt, von genossenschaftlichen Banken als Banken von Menschen für Menschen zu sprechen. Eine sehr spezifisch mitteleuropäisch, deutsch-österreichisch-schweizerische Idee, die trotz des abgelaufenen Jahres der Genossenschaften immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Ich habe gerade ein neues Büchlein rausgegeben, letzte Woche rausgekommen von Max Wirth. Max Wirth ist der Sohn des Mitinitiators des Hambacher Festes, Johann August Wirth, Geburtsstunde der deutschen Demokratie, könnte man sagen. Und Max Wirth war der Erste in Deutschland, der sich mit Wirtschaftskrisen befasst hat. Er hat ein Büchlein geschrieben, 1865, die Hebung der arbeitenden Klassen durch Kreditgenossenschaften und Volksbanken. Das habe ich kommentiert und habe was dazu, also ist jetzt auf dem Markt. Spannend ist, wie wenig sich geändert hat in diesen 150 Jahren. Er fängt an, die gegenwärtige Geschäftskrise, die aus Amerika zu uns herüberschwappt, führt zu einer Verknappung von Kredit für und hat viele Bauern und Handwerker ins Elend gestürzt. Einleitung. 160 Jahre her. So. Zwischendurch hatten wir gelernt, wir haben ein paar Dinge besser und anders gemacht, aber wir kommen wieder dahin zurück. So, Genossenschaftsbanken, ideal. Denn das andere ist, dass sie mit dem Regionalprinzip Kredite aus der Region nehmen und in die Region vergeben. Sie haben genug Eigenkapital. Das ist für mich eine wichtige Sache zur Regulierung eines Finanzsystems, Eigenkapital. Die Sparkassen, Genossenschaftlichen haben um die 10%, manche 8, manche 12, klingt jetzt erstmal wenig. Aber wenn Sie 10% haben, also das Geld, was die Eigner einzahlen, was dauerhaft in der Bank ist, um eventuelle Verluste abzudecken, der Puffer, den man auch nicht rausnehmen kann. 8 oder 10%, klingt gar nicht so doll. Würde aber die Finanzbranche amok laufen, wenn man das fordern würde für die ganze Branche. Die Deutsche Bank hat 1,8%. Das heißt, wenn sie sich einmal theoretisch um 2% verzocken würde ihrer Bilanzsumme, wäre sie pleite. Muss sich aber keine Sorgen machen, denn dafür gibt es sie und mich. Wir zahlen dafür. Kann man das Spiel weiterdrehen. So, und dann wird über Basel III, über Eigenkapitalregeln, diese Basel-Regeln sind auch ein interessantes Einfallstor für die Finanzoligarchie oder vor allem für die Investmentbanken, weil sie definierbar sind. Kernkapital klingt wunderbar. Aber Basel III, die Eigenkapitalregeln von Basel III, 8% Kernkapital, da weiß keine Sau, was das ist. Doch, also ein paar Wirtschaftsprüfer können Ihnen das ausrechnen, aber es ist ein völlig erstmal intransparenter Begriff. Wir stellen uns dann vor, dass die wirklich 8% Kapital haben. Nein, Deutsche Bank hat auch 10% Kernkapital, hat 2% Eigenkapital, weil sie zum Beispiel Staatsanleihen nicht hinterlegen müssen und alle möglichen anderen Dinge. So wird das System wirklich zerfressen und unterlaufen und hintergangen. Regionalprinzip, ausreichendes Eigenkapital, die Genossen sind Mitglieder, die Dinge sind nicht so handelbar. Sie haben nach dem HGB bilanziert, nach dem Handelsgesetzbuch, also sehr konservativ. Das ist also Krisen, weil man konservativ bilanziert, tauchen die faulen Eier, wenn man nach Gesetz vorgeht, früher auf. Ich habe vor 10 Jahren auch für die internationalen Accounting Rules gestimmt, aber mittlerweile sehe ich das anders. Die sind sehr flexibel, sehr dehnbar. Die Finanzoligarchie, auch das nicht mein Begriff, sondern auch das der Begriff von Louis Brandeis.
Louis Brandeis war Berater von Woodrow Wilson und dann 20 Jahre lang Verfassungsrichter in Amerika. Zum Finanzminister wollte man ihn nicht machen, da war er doch ein bisschen kritisch. Hat auch in seiner zweiten oder ab 40 oder so, als er vermögend war, nur noch als Richter, bevor er im Verfassungsgericht war oder als Anwalt nur noch Fälle bearbeitet, wenn er kein Honorar dafür bekam, also Fälle im öffentlichen Interesse. Und gut, wenn man, aber das war schon ein bemerkenswerter Mann. Der schrieb im Jahr 1912 sein Büchlein Das Geld der anderen und wie Banker uns ausnehmen. Und darauf spricht er von einer kleinen Schar von Männern, damals waren es Männer, heute meistens auch noch, die Geschicke des Landes lenken und die, selbst wenn sie dem Allgemeinwohl verpflichtet sind, doch natürlich irgendwie auf die Unternehmen, an denen sie selber beteiligt sind, wahrscheinlich etwas anders schauen werden. Sprach davon, dass Investmentbanken die universellen Steuereintreiber unserer Zeit sind, in eigener Sache. Ja, können Sie verstehen, warum die ganzen Emissionen von Staatsanleihen, also eigentlich todsichere Papiere, über ca. 15 Investmentbanken laufen? Das könnte die Bundesschuldenagentur selber machen. Die schreibt das aus, dann wird das stellt man einen Auktionator dahin, da gehört nicht viel Grips dazu. Aber das wird einfach eine Zwischenstation eingeschaltet, da verdient man dran. Und dann gibt es schon so etwas wie internationales Finanzkapital. Rudolf Hilferding, 1910. Wenn Sie überlegen, was regional gebundenes Kapital ist, Sparkassen, Volksbanken, Sparer, mittelständische Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die sind an die Region gebunden. Und auf der anderen Seite stehen halt die mobilen Akteure, Großkonzerne, Konzernmanager, Politiker, die wollen auch mal nach Brüssel. Ja, und das sind so das Spielfeld, zwischen dem sich das Ganze dann aufteilt. So, und die Oligarchie hat es wirklich geschafft, seit Ende der 70er Jahre all das, was wir seit 1929 aufgebaut hatten in den USA oder vorher in Deutschland schon hatten, Stück für Stück zu zerstören und umzudrehen und quasi zu eigenen Nutzen zu verwenden. Wir sehen nirgends, dass die Vermögensungleichverteilung zurückgeht. Wir sehen nicht, dass die Krise zurückgeht. Wir sehen die wirklichen Probleme nicht gelöst. Wir sehen die Politik in den Händen dieser Gruppe. Und warum soll das heute nicht so sein? Ich meine, der Mensch ändert sich nicht. Der Mensch ist der Mensch. Er hat gute und schlechte Seiten und kommt immer auf die Umstände an, die historischen, was da rauskommt. Und Oligarchien hatten wir schon immer mal. Venedig war sowas. Also Handelsstaaten, England, das englische Empire war sowas. Die haben letztlich die Welt auch über private Handelskompanien ausgebeutet. East India Company, Hudson Bay Company, das waren ja keine staatlichen Unternehmen, sondern da haben die großen Privatkonzerne oder Vermögen quasi die Initiative gesetzt und wurden dann vom Staat auch noch unterstützt. Und sowas passiert jetzt wieder, nur geht es jetzt um die Finanzmärkte. Und es ist letztlich keine Verschwörung in dem Sinne, dass da ein Masterplan dahinter steht oder dass es wirklich 20 Leute oder Institutionen sind, die sich einmal im Jahr bei den Bilderbergern treffen. Gut, da tauscht man sich auch. Ich bin aus früheren Zeiten auch noch Mitglied, darf ich hier sagen, der Atlantikbrücke. Die wird ja auch manchmal da mit hineingepackt. Ich war in den letzten 15 Jahren zweimal da. Ab und zu muss man gucken, was so passiert. Das sind ja eher so Foren, wo man Kontakte knüpft und wo man mal schaut, was macht der denn, was macht der denn. Also es wird selten so sein, dass sich da 5 oder 10 zusammentun und den Masterplan machen. Aber man kann ja bestimmte Themen lancieren, so wie vor 3 oder 4 Jahren auf einmal ein paar Hedgefonds in New York auf die Idee kamen, ach, Europa geht es doch eigentlich, da könnte man doch mal ein bisschen drin rumstochern. So, und dann ist das tatsächlich aufgenommen worden. Die Medien haben es angenommen und auf einmal hatten wir eine Euro-Krise. Schon erstaunlich, denn Europa geht es besser als Amerika. Europa geht es, auch Kontinentaleuropa geht es besser als England. Italien ist mindestens auf dem Niveau von England ökonomisch. Aber wir haben ja eine Euro-Krise. Komme ich gleich noch zu.
Also es geht eher so über das Lancieren von Themen, dass man versucht, eine gewisse Richtung reinzubekommen und dann davon zu profitieren. Gucken wir uns das Fallbeispiel Eurokrise an. Griechenland ist pleite. Also scheitert Griechenland, scheitert der Euro, scheitert Europa. Das wollte ich Ihnen mal gesagt haben. Griechenland ist brutal gescheitert. 30% Arbeitslosigkeit, 50% Jugendarbeitslosigkeit, Verarmung der breiten Bevölkerung. Ja, wie will ich denn dann von einem Verhindern des Scheiterns Griechenlands sprechen? Wie hirnrissig kann es denn sein? Was Frau Merkel meint, ist, versäumt es Griechenland weiter brav seine Schulden zu bedienen. Das ist ein Scheitern, aber das ist ja kein Scheitern. Staatsbankrotte hat es in der Welt immer mal gegeben. Im Übrigen war Griechenland ein Drittel der letzten 200 Jahre in Zahlungsschwierigkeiten. Also ist auch nichts Neues. Also Griechenland ist gescheitert, ist ja schon mal der erste Satz dieses Dreiklangsfalls. Schauen Sie sich das hier an. Das sind die Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise und 2010 der Eurokrise, insgesamt Verlust von 20% der Wirtschaftsleistung, das ist schon bitter. Sie sehen es ja auch jetzt, Streiks, Krankenhäuser laufen nicht mehr richtig. In Thessaloniki gibt es Fälle, wo Eltern ihre Kinder in Waisenhäuser geben, weil sie es nicht mehr ernähren können. Ich habe das nicht geglaubt, beziehungsweise es hat mir ein junger Reporter, ein Ire von Russia Today erzählt, der es auch nicht geglaubt hat und der dann selber runtergeflogen ist und selber ein Feature darüber gemacht hat. Also ich habe es aus erster Hand, von mir kriege ich es aus zweiter Hand sozusagen. Die Kette ist noch halbwegs überschaubar. Griechenland ist gescheitert. Griechenland ist auch ein gescheiterter Staat. Da hilft es auch nichts. Natürlich müssen wir da schauen, dass die auch mit ihrem Staat zurande kommen. Wenn Sie überlegen, Herr Papandreou hat immer eine gute Figur gemacht, durfte auch im Bundestag reden. Herr Draghi übrigens auch. Warum nicht mal irgendjemand, der eine etwas andere Meinung vertritt? Also der Bundestag wird zum Propagandaforum. Es ist schon wirklich erstaunlich, wie weit die Oligarchie sich da mit ihren Themensetzungen und der Diskurssetzung, die Art, wie der Diskurs läuft, hineingefressen hat. So, Papandreou war Premier, hat zumindest eine gute Figur gemacht. Ob er eine gute Arbeit gemacht hat, weiß ich nicht. Aber sein Bruder fährt 3 Porsche und versteuert irgendwie 10.000 Euro im Jahr. Also irgendwie haben sie schon eine gewisse Arbeit ganz gut gemacht. Papa Papandreou war Premier. Opa Papandreou war Premier. Das ist die griechische Vorstellung von Demokratie. Das war einmal natürlich die Wiege. Und wenn Helmut Schmidt sagt, die Wiege, die müssen wir und so weiter und so fort, aber im Moment ist das ein failed state, das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht nur die Politik der Nordländer, natürlich gibt es zu jeder Medaille immer 2 Seiten. Scheitert Griechenland, scheitert der Euro. Was hat bitteschön ein Zahlungsausfall Griechenlands mit einem Scheitern des Euro zu tun? Wenn man es oft genug wiederholt, dann hängen die auf einmal zusammen. So läuft Propaganda nun mal. Es muss nicht wahr sein, man muss nur immer oft genug sagen. So, Griechenland hat, und da ist auch die Linke, bis auf die wirkliche Linke, aber selbst die ist zahm. Aber Grüne und SPD sowieso nicht, die sagen, nee, können wir auf keinen Fall machen, sind die besten Diener der Finanzoligarchie, die ich kenne, Grüne und SPD, weil sie eben einen leicht kritischen Anstrich haben und letztlich die Politik voll mitspielen. Und die Politik legitimieren. Was passiert, wenn Griechenland einen Zahlungsausfall hat? Dann haben 4 oder 5, nicht alle Grüne, aber so die im Bundestag, die Mehrheit. Und auch nicht alle von der SPD, aber die im Bundestag. Wollen wir mal ein bisschen einschränken. So, Griechenland hat den Zahlungsausfall. Und dann trifft es natürlich einige Banken. Klar. Aber das ist normal, wenn wir schon im marktwirtschaftlichen System sind, dann müssen bitteschön die Banken oder die Besitzer dieser Banken mit Eigenkapital haften. Das sind ja die Reichen. 70% der griechischen Staatsanleihen vor der Krise waren in Händen griechischer Banken. In wessen Händen sind denn die griechischen Banken? In den Händen der 10 Familien, die Griechenland schon seit 100 Jahren besitzen und regieren.
Also ein Schuldenschnitt, den wir jetzt auch hatten, aber da komme ich noch dazu, und ein Zahlungsausfall trifft die Reichen. Er hat natürlich auch systemische Konsequenzen. Wir müssten die Banken abfedern, sodass es keine Kettenreaktion geben kann. Das war ja immer dann das Nächste. Aber Lehman war natürlich eine ganz andere Größenordnung. Lehman war völlig überraschend. Auch Lehman haben wir geschultert. In Griechenland wäre nie ein zweites Lehman passiert, weil alle Notenbanken, alle Regierungen, alle Institutionen wissen ja, was wir machen, wenn eine Bank wieder vor dem Abgrund steht. Und dann hat dieses Griechenland 2,6% der europäischen Wirtschaftsleistung. Also ob die aus der Eurozone austreten oder nicht, ist erstmal für den Euro völlig irrelevant. Stellen Sie sich vor, Griechenland tritt aus der Eurozone aus und keiner merkt's. Was für eine Blamage für unsere Politiker. Und jetzt wollen wir uns ja, jetzt werden wir schon mit Zypern erpresst. Also Olli Rehn sagt schon, bitte ihr bösen Deutschen, Zypern. Zypern ist auch systemrelevant, diese, wo doch extrem viel Kriminelle und Verbrechergeschäfte laufen. In der Schweiz übrigens nicht mehr. Ich bin in der Schweiz unterwegs, kenne die ganz gut. Die Schweizer sind ja, die haben das gemacht, solange das möglich war, aber mittlerweile nicht mehr. Die haben sehr starke Auflagen, werden von Amerika sehr unter Druck gesetzt. Es gibt ja viele Schweizer Banker, die dann sofort verhaftet würden, wenn sie in Amerika einreisen würden. Das ist Wirtschaftskrieg. In Delaware, Cayman, Jersey, Guernsey können sie den ganzen Mist weitermachen. Es ist reiner Krieg. Wer bezahlt was gegen wen? Also es geht um Verteilungs- und die Schweiz, dieses schöne Wirtschaftsgeschäftsmodell, das wollte man doch nicht mehr haben, da macht man es lieber selber. So, aber Zypern läuft noch. Und jetzt sagt Olli Rehn, auch Zypern ist systemrelevant, die müssen wir bitte schön auch retten. Und damit retten wir doch nicht uns und wir retten nicht Europa. Diese Verknüpfung Euro, Krieg, Europa und so weiter. Ein Tag Krieg ist teurer als die ganze Euro-Rettung. So, ich hoffe, ich habe Ihnen zumindest meine Sicht darlegen können, dass wir nicht den Euro gerettet haben, sondern die großen Vermögen. Wieder, zum zweiten Mal nach der Finanzkrise. Ein Tag Krieg ist teurer als die ganze Euro-Rettung, sagt Jean-Claude Juncker, der zu anderen Gelegenheiten auch schon mal gesagt hat, naja, man müsse auch mal lügen, um dann die Dinge durchzubekommen. Ja. Wenn es aber nicht um Krieg und Frieden geht, also ich finde das absurd, hier in Mitteleuropa mit solchen Ängsten zu spielen. Wenn man dann andere Dinge damit durchsetzen will, dann gibt es da einen Begriff für. Der Begriff heißt Demagogie. Also in dem Fall hat er sich aus meiner Sicht demagogisch verhalten. Scheitert Griechenland, scheitert der Euro, scheitert Europa. Nein, Europa würde nicht scheitern. Ich meine, ich persönlich bin für ein Europa, das flexibel atmet. Also man könnte Griechenland austreten lassen. Wir wären nicht entbunden von der Verpflichtung, solidarisch Griechenland weiterzuhelfen. Aber wenn Sie aus dem Euro-Korsett raus wären, könnten Sie abwerten. Sie könnten Ihre Maßnahmen flexibler und geschmeidiger durchführen, wie Spanien, Portugal auch. Natürlich müssten wir auch dann uns überlegen, dass wir als reiche Länder da einen Ausgleich schaffen und was hinschicken. Aber bitte nicht vorher. Wenn wir jetzt das Geld, so wie wir es hinpuppen, fließt direkt in die Kassen der Superreichen. Die Bürgerinnen und Bürger haben da nichts von. Das ist das Problem. Der Schwanz wird zum Hund und man wird erpressbar. Das ist das Thema mit der Eurokrise. Ja, Geldsystem. Ich weiß, es gibt hier sehr viele kritische Stimmen zum Geldsystem insgesamt. Lassen Sie mich also ein paar Bemerkungen als Ökonom machen. Ich persönlich glaube, dass wir das Zinssystem brauchen. Ich schränke das aber gleich ein. Natürlich wäre es so, wenn die Notenbanken unbegrenzt Geld drucken, was sie gerade machen, wenn sie das alles weiterlaufen lassen, dass sie genau diese exponentielle Kurve kriegen, die natürlich von Geldsystemtheoretikern zu Recht kritisiert wird. Aber wenn Sie funktionierende Institutionen haben, wie es die Bundesbank über weite Strecken waren, die ihre Mission erfüllen, nämlich das Geld knapp halten, und Geld ist nicht Vermögen, Geld ist ein Tauschmittel, also Geld ist was auch immer, da kommen in ganz tiefe Dinge, ob die Vermögensaufbauungsfunktion und so weiter, das haben andere Referenten wahrscheinlich sehr viel tiefer gemacht. Aber wenn Sie eine Zentralbank haben mit einer relativ konsequenten, restriktiven Politik, dann wird es natürlich in Zeiten hoher Kreditnachfrage, werden die Zinsen steigen. Dann werden auch Unternehmen pleite gehen.
Da bin ich dafür. Das ist Marktwirtschaft. Natürlich müssen Unternehmen pleite gehen können. Dann wird auch Geld vernichtet. Das heißt, bei einer konsequenten Geldpolitik gibt es auch immer Geldvernichtung, nicht nur Geldschöpfung. Die Frage ist, wer kriegt die Kredite, zu welchen Konditionen, wo fließen die produktiven Ressourcen hin? Ich habe es eben schon mal gesagt, wir Deutschen sind eigentlich Sparnation Nummer 3 auf der Welt, immer noch. Unsere Ressourcen sind in Subprime geflossen, Filmfonds, Schifffonds, solche tollen Dinge. Das ist irgendwie nicht so berauschend. Oder in Sparanlagen. Also diese Letztlenkung der Ressourcen, also es kommt eben darauf an, wie ich die Pipelines gestalte. Wenn ich ein funktionierendes, dezentrales Banksystem habe mit Krediten an Mittelständler, wie wir es über 150 Jahre hatten, war das wunderbar. Das wird aber im Moment eben immer weiter erschwert und das Geld fließt immer mehr zu den großen Kreditnehmern und geht immer mehr in Großkredite. Also wir schaffen Großstrukturen. Wir haben flächendeckend eigentlich eine Anti-Mittelstandspolitik und da hat sich bislang nicht viel dran geändert. Auch seit der Finanzkrise nicht. Und dann kriegen wir natürlich ungesunde Strukturen. Also es geht eher darum, wie konstruiere ich das System? Das System ist im Moment eben so konstruiert, dass das Geld gerne auch an Börsengeschäfte fließt. Da können Sie auch was ganz, Sie können die Finanztransaktionssteuer einführen, von der ich ein großer Befürworter bin. Bitte auf alles, auf Derivate, auf alle Geschäfte, auch auf den Hauskredit. Aber wenn Sie einmal im Leben für Ihren Hauskredit 0,05% Einmalgebühr als Finanztransaktionssteuer zahlen, so what? Die ganzen Computertrader werden morgen unprofitabel. Die Finanztransaktionssteuer wirkt direkt auf die Umschlagshäufigkeit. Das ist der eine Faktor und sie wirkt auf die Verschuldung. Also wenn ich mich 90% verschulde, 10% Eigenkapital habe und mache dann ein Geschäft, dann zahle ich ja die Finanztransaktionssteuer auf das ganze Geschäft. Und damit wirkt sie zehnfach auf das Eigenkapital. Also je mehr ich verschuldet bin, desto mehr Steuern zahle ich. Und je häufiger ich mein Vermögen drehe, desto mehr Steuern zahle ich. Idealer Entschleuniger. Absolut perfekt. Ja, ich war ja vor 3 Jahren da im Bundestag und habe da auch mich geäußert in der Anhörung. Und dann kam ja auch, naja, aber Frau Weder, die Maurer, nein, Finanztransaktionssteuer wäre nicht, aber eine Finanzaktivitätssteuer, die könnte man machen. Auch hier sehen Sie, wie die Finanzoligarchie arbeitet mit Begriffsverdrehungen Orwellscher Ausmaße. Die Finanzaktivitätssteuer besteuert nicht die Aktivitäten. Die Finanztransaktionssteuer besteuert die Aktivitäten. Die Finanzaktivitätssteuer ist eine Gewinnsteuer. Sie können vorher machen, was Sie wollen, drehen, und am Ende fällt dann die Steuer an. Die macht eben genau das nicht, was die Transaktionssteuer machen soll. Oder Schäuble letztes Jahr, naja, die Finanztransaktionssteuer dann doch nicht, aber die Stamp Duty Tax, die können wir doch machen, wie die Engländer. Die Stamp Duty Tax ist relativ hoch auf englische Aktien. Wenn Sie diese Aktien in Derivate verpacken, dann zahlen Sie eine einmalige Exitgebühr und dann sind Sie frei von der Steuer. Die Stamp Duty Tax befördert das Derivateunwesen. Also so werden wirklich Begriffe, also Begriffe verdreht, verwirrt. Es wird mit so vielen Suggestionen und falschen Begriffen gearbeitet, dass es schon ziemlich unerträglich ist. Wenn Sie überlegen, dass Sie 4 Finanzlobbyisten auf einen amerikanischen Kongressabgeordneten haben, dass nach 2008 ungefähr 5 Milliarden fürs Finanzlobbying ausgegeben wurden in den USA, dass es Return on Investment Kalkulationen gibt, also ich gebe jetzt 10 Millionen aus, um diesen Satz im Gesetz vielleicht in die Richtung zu verändern, was bringt mir das? Das wird ausgerechnet. So, da können wir ein paar Männlein und Weiblein hier im Moment noch nicht allzu viel dagegen machen, außer uns dieser nicht sehr schönen Tatsachen bewusst zu sein. Brüssel, die 60 Institutionen. Also die Lobbyisten sind das eine natürlich. Die Finanzmacht der großen Akteure. Den Großkonzernen macht es nichts. Die spielen selber den Kapitalmarkt. Die brauchen den Kreditmarkt nicht so. Ja, das ist die Manager Großkonzerne zu großen Finanzinstitutionen. Das ist eher eine Liga. Ja, meine Kollegen, die Ökonomen als Priesterkaste, die das alles legitimieren. Der Markt, was ist denn der Markt?
Ich habe Ihnen eben versucht zu sagen, wer am Finanzmarkt ist. Mir fehlt natürlich, am Finanzmarkt würde mir noch das vierte fehlen, der Verbraucher oder der Bürger. Ja, auch so ein Thema. Dann darf Frau Aigner sich mit Verbraucherschutz profilieren. Also wenn Sie 30 Seiten Aufklärung unterschreiben und dann Finanzderivate kaufen und den Berater, der es Ihnen verkaufen muss, weil es ihm so vorgegeben ist von seiner Bankleitung, damit kriminalisieren, haben Sie auch nichts getan. Das ist auch so ein Feigenblatt, das lenkt die Aufmerksamkeit ab von den wahren Fragen. Verbraucherschutz können Sie in der Form aus meiner Sicht vergessen. Da müssen harte behördliche Maßnahmen ran. Das muss von einer Fachbehörde kommen, also die das auch prüft, wie beim TÜV. Gut, der TÜV hat, glaube ich, auch da diese Immobilienfirma geprüft, die jetzt neulich pleite gegangen ist. Also da muss vielleicht auch noch was passieren. Aber nehmen wir mal an, wenn der TÜV ein Auto prüft, so müssen eigentlich auch die Finanzprodukte geprüft werden. So, und die Finanztransaktionssteuer würde zum Beispiel Derivate sehr viel unwirtschaftlicher machen, weil sie eben auf die ganze Summe gehen, über die gewettet wird und nicht nur auf den Eigenkapitaleinsatz. Deswegen wehrt sich die Branche auch gegen diese Sache für Derivate. Und auch die Riester-Produkte arbeiten mit Derivate. Das müssen sie sogar im jetzigen Gesetzgebung, damit sie nicht so stark schwanken. Ist aber sehr schädlich für den Verbraucher, sehr gut für die Branche. Es gibt ganz wenige unabhängige Ökonomen. Einige davon sind hier und dann gibt es vielleicht noch eine Handvoll andere. Also es ist, ich kann Ihnen heute keine Jubelarien machen und keine blauen Himmel, aber wenn wir erstmal wissen, wie die Situation ist, vielleicht wird es dann auch, vielleicht ist es ein erster Schritt. Aber überlegen Sie sich, wie mein junger Freund da, der dann angefangen hat, der ist in seinem Fachgebiet drin, der forscht da hoch spezialisierte Dinge. 80% der bekannten Makroökonomen in Amerika haben schon mal einen Auftrag vom Federal Reserve gehabt. Das ist einfach, die haben Geld, das ist einfach prestigereich. So, und da gibt es dann, selbst wenn man sich nicht abspricht, was ich nicht glaube, die sind alle davon überzeugt, dass sie hochwichtige Debatten führen. Aber sie kochen in der eigenen Suppe und es führt zu nichts. Also die Ökonomie als systemstützende Wissenschaft. Und die politischen Ökonomen, die wir früher hatten, selbst noch die Begründer der sozialen Marktwirtschaft, Röpke, Rüstow, Müller-Armack, Eucken, gibt es immer weniger. Und gut, bei den Sozialisten gibt es das noch ein bisschen, aber auch das wird weniger. Also Systemstützung. Kollege Löhr spricht über Monopolisierung und Kartellisierung. Das haben wir allenthalben und das ist das, was die Begründer der sozialen Marktwirtschaft vermeiden wollten. Es geht immer auch um Macht, es geht um Verteilung. Ökonomie ist nicht der neutrale Markt. Es geht darum, wie gestalte ich den Markt, wie gestalte ich die Spielregeln. Und wenn ich die Spielregeln die starken Akteure selber gestalten lasse, was heutzutage fast ungehindert geschieht, dann wissen wir, was rauskommt. Ich meine, Sie können mal Monopoly spielen, wissen auch, was rauskommt am Ende. Ein solches System haben wir im Moment. Und das ist wäre eine bewusste politische Entscheidung, Recht und Gesetz gegen den Markt zu setzen. Der Markt ist amoralisch. Also Märkte müssen auch bewusst unter Umständen so konstruiert werden, dass sie fair sind. Da kann man den Marktmechanismus durchaus wirken lassen. Das war zumindest das Programm der Begründer der sozialen Marktwirtschaft. Und es gab in der Mont Pelerin Society, die also Friedman, Hayek und so weiter, gab es zu Anfang zwei Richtungen. Es gab die Ordoliberalen, Röpke, Rüstow und so weiter, und es gab eben die radikalen Marktliberalen. Und als Röpke und Rüstow dann gemerkt haben, wohin der Zug läuft, sind sie dann auch in den 60ern im Streit ausgeschieden. Also, aber dieser radikale Marktliberalismus hat sich eben durchgesetzt. Und zwar seit Ende der 70er zunehmend. Ich habe bei Paul Volcker studiert, einen Mann, den ich sehr respektiere. Der ein oder andere wird vielleicht eine andere Meinung über ihn haben, aber ich kann Ihnen sagen, der Mann ist ein Diener des Gemeinwohls, wie er im Buche steht. Also der hat sich wirklich, er war Fed-Chairman, er hat diese Hochzinspolitik gemacht. Ich meine, sie war richtig.
Hat die Inflation damals global beendet? Kann man darüber streiten, aber sein Charakter, seine Unabhängigkeit, dass der Mann also Staatsdiener war, sein Vater war Kämmerer in einer kleinen Stadt, der hat also dieses Gemeinwohl mit der Muttermilch quasi eingesogen, da gibt es für mich keinen Zweifel dran. Ich habe Paul Volcker vor 2 Jahren mal für die Zeit interviewt und das Erste sagte, ach, ich kenne Sie noch. Sie haben aber zugenommen. Danke, Herr Volker. So, das Zweite war, da habe ich gefragt, wie war das denn mit diesem Neoliberalismus? Friedman, ja, er sagt, er kannte Friedman seit den 50ern. Glänzender Redner. Ich habe Friedman auch noch einmal getroffen, 88 in Japan, war ich junger Student. Also kleines Persönchen, strahlte wirklich was aus, ja, glänzender Redner und so, aber er sagte, wir haben das am Anfang nicht so ernst genommen. Wir haben nicht gedacht, wie weit diese Entwicklung sich wirklich verselbstständigen würde. Also was er da so abstrakt gesagt hat, klang ja alles ganz gut, aber wir haben es nicht ernst genommen. Das von einem absoluten Insider. Öffentliche Güter, wir brauchen öffentliche Güter, wie Per Steinbrück, der sich aber, sagen wir mal, naja gut, generell möchte ich mich nicht zum Wahlkampf äußern, nur zu dem Aspekt Finanzmarkt. Da sucht er sich eben auch die leichten Gegner aus und die leichten Ziele und die wirklich harten Brocken, die umschifft er auch. Und damit ist uns auch nicht geholfen. Aber wie er gesagt hat, ein stabiler Finanzmarkt ist ein öffentliches Gut. Brauchen wir. Das hieße aber, dass wir den Bereich des Öffentlichen, auch der Gesetzgebung, der Regulierung, der Marktordnung ganz aktiv vorantreiben. Und dazu braucht es verfasste Machtkonstellationen. Ohne Macht kriegen Sie in der Politik nichts hin. Bürgerbewegungen sind schnell verpufft. Das sind dann Ventile. Gucken Sie Occupy. Ich meine, tolle Sache, viel Engagement, aber wo haben wir die Koalition, um wirklich Änderungen durchzusetzen? Es sind Bürgerinnen und Bürger, zum Teil diejenigen, die sich der Sache bewusst werden. Es sind mittelständische Unternehmer, es sind vielleicht noch einige Volksreifeisenbanken. Es sind aber demgegenüber stehen die Großkonzerne, die Finanzbranche, England, Amerika. Also das sieht nicht gut aus in dem Spiel. Die Ausgangsposition ist nicht so toll. Aber öffentliche Güter im Finanzmarkt, ganz wichtig, dass wir die durchsetzen. Eine ganz kurze Schlussbemerkung zu meiner eigenen Tätigkeit. Also nehmen wir noch eine Sache, die Ratingagenturen, auch so ein Akteur. Wenn Sie hier das schauen, die Eurozone steht gar nicht so schlecht da. Defizit 4, dieses Jahr soll es sogar auf 2 sinken. Für die gesamte Eurozone. Amerika 10, dieses Jahr auf 8. Das heißt, Amerika hat das 4-fach höhere Defizit Europas. Der Schuldenstand in Amerika ist mittlerweile auch über europäischem Niveau. Spricht einer von der amerikanischen Schuldenkrise? Ein Failed State war es auch fast, denn vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren konnten die sich nicht über die Anhebung der Budgetgrenze einigen. Und ich meine, was da an wirklich Wahnsinnigen bei den Republikanern rumspringt, da bin ich mal gespannt, was noch alles passiert. Sage ich als auch amerikanischer Staatsbürger, der ich seit 7 Jahren diese Staatsbürgerschaft auch habe, aber macht schon Angst. So, Schuldenstand hoch, Defizit hoch. Trotzdem spricht alles über die Euro-Krise. Naja gut, es ist wie gesagt ein interessantes Spiel. Und wenn Sie überlegen, Goldman hat damit verdient, dass Griechenland in die Eurozone reinkam. Ich habe vor ein paar Monaten einen Kollegen getroffen, der früher bei Goldman gearbeitet hat, jetzt Pensionskassen berät, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Also der war in demselben Raum, wo diese Derivate konstruiert wurden, mit denen Griechenland seine Schulden versteckt hat. So, und weil wir jetzt Euro-Krise haben und Griechenland verscherbelt Staatsvermögen, wer verdient wieder dran? Goldman. Also volatile Finanzmärkte, die Sie in einer rein kapitalmarktbasierten Ordnung auf jeden Fall bekommen, sind immer gut für die großen, schnellen Akteure und immer schlecht für die realwirtschaftlich agierenden Akteure, also Mittelständler, Produzierende, Bürgerinnen und Bürger. Also allein die Tatsache, dass die Märkte stark schwanken, ist ein Förderprogramm für die Finanzbranche. Und zwar für den spekulativen Teil. Da gibt es zwar auch ein paar Verlierer, aber es ist auf jeden Fall schlecht für den realwirtschaftlichen Teil. Und dann kam ja diese Geschichte mit den
Ratings. Das ist jetzt über ein Jahr oder ein knappes Jahr her. Sie sehen, die italienische Schuldenkurve geht wieder nach oben. Die sollen irgendwann ausgeglichen sein. Spanien geht auch steil nach oben. USA bleibt relativ niedrig, also hohe laufende Neuverschuldung. Die Gesamtverschuldung ist etwas höher in Italien. Da haben die aber auch hohes Privatvermögen, was die Amerikaner, oder Staatsvermögen, was die Amerikaner nicht mehr haben. So, trotzdem ist das Rating genau andersrum. USA 3A, Italien 2, Spanien A, mittlerweile sogar B-, also kurz vor Junk. Ratingagenturen sind Bürokratien. Die können gar nicht die Dinge richtig vorhersagen. Die bestellen fest, was ist. Und wenn ich feststelle, in einem Abschwung, dem Land geht es nicht besonders gut, dann steigen die Zinsen und dem Land geht es noch schlechter. Ratingagenturen wirken immer zyklenverstärkend. Sie verstärken die Volatilität der Märkte. Genauso wie, wenn es vorher gut geht, Subprime, Aufschwung, alles läuft, kriegt alles 3A, geht es noch weiter. Also Ratingagenturen sind sehr schädlich. Sie nehmen auch den Banken ihre eigentliche Aufgabe weg. Die eigentliche Aufgabe einer Bank ist doch bitteschön, Investitionen und Finanzanlagen zu bewerten. Jetzt machen das auf einmal drei, vor allem ein Kartell von drei Agenturen. Es ist natürlich auch bequem für einen Finanzvorstand einer Bank, der sagt, ach, jetzt habt ihr das bewertet, brauche ich ja nicht mehr, bin ich aus dem Schneider. Also es ist nicht so, dass das, aber es ist ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit und wir haben diese Ratingagenturen in Europa nicht gebraucht bis vor 20, 30 Jahren. Die kommen sprichwörtlich und buchstäblich aus dem Wilden Westen. Die erste ist 1840 als Spitzelbüro in Chicago gegründet worden, die Chicago Mercantile Agency. Wir hatten doch in Europa, auch im 19. Jahrhundert, eine viel höhere Rechtssicherheit, zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, als in den USA. So, wenn in den USA irgendwo jemand seinen Laden hatte, Pleite gemacht hat, Betrug oder was, ist man 500 Kilometer weitergezogen, hat das nächste gemacht. Das gab es bei uns in Europa nicht. Wir hatten andere Nachteile, aber im Großen und Ganzen war unser Wirtschaftssystem doch sehr viel ehrlicher. So, und wenn Sie jetzt in Chicago oder in New York saßen und wollten in San Francisco oder St. Louis investieren, weil der Staat nicht funktionierte und das Rechtssystem nicht so dolle, mussten Sie ja irgendwo sich ein Bild machen. Und das ist die Geburtsstunde dieser privaten Agenturen. Und dann haben Sie, weil es auch für Banken bequem ist und immer mehr Aufgaben an sich gerissen. Und jetzt haben wir das dysfunktionale System. Die könnten wir morgen abschaffen und letztlich wäre es viel, viel besser für das Finanzsystem. Lassen Sie mich schließen mit dem, was ich mache. Bin tatsächlich auch Fondsmanager. Das Schwarze ist mein Fonds. Wie ethisch das ist, müssen Sie beurteilen. Also ich investiere in Aktien, in Anleihen. Also ich verdiene auch Geld mit Geld für meine Investoren. Bin also im System drin. Gut, aber ich fahre auch Auto. Versuche, die ganz schlimmen Sünder nicht reinzunehmen, was weiß ich, Waffenproduzenten und so weiter, aber zum Beispiel eine Ölfirma wie BP habe ich ohne Probleme gekauft. Ich will Ihnen das auch, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, oder für einen Kongress zur Wirtschaftsethik was darüber geschrieben. BP ist kein Deutsch schlechter als die anderen in der Branche. So, wenn wir die jetzt an den Pranken, waren unaufmerksam, sie haben aber keine Gesetze gebrochen, so wenn wir die jetzt boykottieren, freut es die anderen, dann haben wir wieder kräftig Dampf abgelassen und das System läuft weiter wie bisher. So, wenn ich schon, da müsste ich konsequent sein, sage ich kaufe kein Öl mehr, fahre kein Auto mehr und so weiter, das ist dieselbe moralische Qualität für mich. Also wenn wir was an der Branche ändern wollen, dann müssen wir die Auflagen, die gesetzlichen Regelungen für die Branche ändern und zwar für alle. Und nicht einen an den Pranger stellen und der Rest macht weiter. So, also investiere da in Aktien, in Anleihen, relativ breit, halte die auch relativ lange, also habe kein Problem mit einer Finanztransaktionssteuer, würde meine Rendite minimal schmälern, aber ich mache die schnellen Geschäfte nicht. Ansonsten versuche ich mein Geschäft ordentlich zu betreiben. Boah, billig zu kaufen, teuer zu verkaufen. Das Ganze wirkt ja auch ein bisschen stabilisierend. Also ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren angefangen, Aktien in Südeuropa zu kaufen. Das hat mich 2 Jahre lang nicht besonders erfreut.
aber jetzt so langsam macht Spaß. Ja, also dieses antizyklische, langfristige antizyklische Agieren ist halt auch gar nicht so einfach. Erfordert ein gewisses Maß an Nerven. Dazu noch kurz meine Börsentheorie. Die Börse funktioniert halt so, Moment. Wenn Sie den da sehen, der seinen Kunden anruft, er hat eine Aktie oder ich habe eine Aktie, die sich sehr gut entwickeln könnte. Börse lebt von Gerüchten. Der nächste fragt, I've got a stock here that could really excel. Really excel? Sehr gut entwickeln? Excel? Sell? Schon verkaufen. Ne? Sie sehen, wie er wirklich, nimmt seinen Hut, bebt. This is madness, I can't take it anymore. Das ist verrückt hier, ich halte das hier nicht mehr aus. Goodbye. Bye. Dankeschön.